Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 168 Dosis Sola Veneum Facit Dritter Teil. Beendet war auch das Frühstück in Hogwarts. Die Schüler hatten sich bereits auf den Weg zu ihren Klassenräumen gemacht. Hermine und Severus verließen gefolgt von Harry und Remus die große Halle, doch kaum waren sie durch die Tür gegangen, drehte sich Severus um. Harry, hätten Sie einen Augenblick Zeit? Ein ungutes Gefühl überkam ihn, als er Severus' Blick zu deuten versuchte. Er sah sich plötzlich in seine eigene Schulzeit zurückversetzt und schien eine Rüge zu erwarten. Harry nickte und folgte Severus ein paar Schritte den Gang hinunter. »Was gibt es denn, Severus?« fragte er, obwohl er es gar nicht wissen wollte. »Sie haben mich bestohlen.« Innerlich war Harry nun definitiv wieder ein Schüler von damals, nur diesmal ohne eine Ausrede parat zu haben. Kleinlaut gab er zu. »Ach ja, die Schuppen?« »Ach ja? Als würde es Ihnen erst jetzt wieder einfallen? Das ist eine Frechheit sondergleichen. Wie können Sie es wagen?« »Tut mir leid, Sir«, murmelte Harry verlegen, während er zu Boden blickte und mit einem Fuß ein Steinchen wegkickte. »Tut mir leid, Sir«, äffte Severus ihn mit provokant dämlichem Unterton nach. »Das macht 30 Punkte Abzug und 2 Wochenenden mit Filch.« Harry seufzte. »Ja, Sir.« Dann stutzte er. »Moment, ich bin Ihr Lehrer.« Er blickte auf. »Sie können mir gar keine Punkte abziehen.« Ein fieses Grinsen schlug sich auf dem fahlen Gesicht nieder. »Nein, das kann ich nicht. Aber es war allein schon eine große Genugtuung zu erleben, dass Sie für einen winzigen Augenblick tatsächlich gedacht haben.« Severus kam ein wenig näher. »Ich könnte.« Ernüchtert schüttelte Harry den Kopf, musste aber schmunzeln. »An so etwas finden Sie Gefallen, ja?« »Ja«, kam es als knappe und zufrieden klingende Antwort. Hermine stand die ganze Zeit über mit Remus zusammen und versuchte sich für die Lärmbelästigung letzter Nacht zu entschuldigen. »Remus, ich habe wirklich nicht daran gedacht, dass man uns hören könnte.« »Was habt ihr um diese Zeit überhaupt?« Er schüttelte den Kopf. »Geht mich ja nicht an.« »Wir haben nur diskutiert«, wollte sie ihm weismachen. Er schnaufte und schaute ihr direkt in die Augen, doch sie schaute verlegen weg. »Nur diskutiert, ja. Ich denke, ich weiß, was da los ist.« Zum Ende hin war er leiser geworden, sodass sie nachfragte. »Was wo los ist?« »Eure Diskussionen, die Auseinandersetzungen, eure gegenseitigen Provokationen«, zählte er auf. »Es ist ein Wunder, dass bisher keiner von euch beiden in einer Papiertüte zum Krankenflügel gebracht werden musste.« »Na, so schlimm ist es nun auch nicht«, verteidigte sie sich nörgelnd. »Es eskaliert ja nie.« »Von wegen. Ihr habt euch in den Haaren, dass es nur so kracht, aber ihr rauft euch am Ende immer wieder zusammen.« »Weil wir eben erwachsen sind und miteinander reden können.« Remus schüttelte den Kopf, was Hermine irritierte. »Nein, Hermine, das hat meines Erachtens mit etwas ganz anderem zu tun.« Seine Augen suchten nach etwas in ihren, doch er fand es nicht. »Du hast keine Ahnung?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wovon du sprichst.« Ein mildes Lächeln huschte über seine Lippen, seine Augen leuchteten gutmütig. »Ich denke, zwischen euch beiden herrscht eine so hohe Spannung.« Er schüttelte erneut den Kopf, weil er nicht glauben konnte, dass sie es selbst nicht sah. »Dass man damit ganz Hogwarts mit Strom versorgen könnte.« Noch immer beobachtete er ihre Augen und er erkannte erst Verständnislosigkeit,
Doch dann gebrauchte sie ihren Verstand. Mit einem Male waren ihre Gesichtszüge durch Erkenntnis geprägt. Hermine wollte sich dazu äußern, alles dementieren. Doch als sie ihre Lippen öffnete, wurde ihre Sprache von einem überraschten Seufzer überrumpelt. Hinter Hermine sah Remus, dass Harry und Severus ihr Gespräch beendet hatten, sodass er sich von ihr verabschiedete und sie verdattert zurückließ. Noch immer war sie sprachlos, bemerkte nicht einmal, dass Severus neben ihr stand. Erst durch seine Frage gewann sie die Fassung wieder. »Ist alles in Ordnung?« Er klang besorgt. Hermine traute sich nicht einmal, ihn anzusehen. Stattdessen nickte sie heftig, blickte dabei zu Boden. »Hermine?« »Alles...« Sie räusperte sich. »Alles in Ordnung.« »Was wollte Lupin?« Severus legte eine Hand auf ihre Schulter, um sie dazu aufzufordern, mit ihm zu gehen. Er hatte nicht darüber hinwegsehen können, dass sie aufgrund der Berührung zusammengefahren war. »Hermine, was wollte Lupin?« »Er hat nur gemeint...« So unsicher hatte ihre Stimme selten geklungen. »Dass Hogwarts vielleicht an das hiesige Energieversorgungsnetz angeschlossen werden sollte.« Es würde schon nicht auffallen, wenn sie Remus' Worte ein wenig verdrehte. Abrupt blieb Severus stehen, als würde er seinen Ohren nicht trauen. »Der Mann wurde offensichtlich doch mit dem Klammerbeutel gepudert. Er müsste doch wissen, dass Magie elektrische oder elektronische Geräte stören kann. Weiß er das denn nicht?« Kraftlos hob sie die Schultern, die sie gleich daraufhin wieder hängen ließ, bevor sie ihm folgte. Über den Kamin erfuhr er vom Mungus, dass Blaise samt Tochter gerade bei Pansy zu Besuch war. »Severus, warum haben Sie denen nicht gesagt, was wir vorhaben?« »Weil ich mir erst selbst ein Bild von der Gesamtsituation machen möchte. Kommen Sie.« Er hielt ihr seine Hand entgegen, um ihr in den Kamin zu helfen, obwohl die kleine Erhebung an der Feuerstelle nicht schwer zu überwinden war. »Was ist mit Ihrem Unterricht?« »Der beginnt heute später.« Im Mungus wurden Severus und Hermine von einer freundlich dreinblickenden Schwester in Empfang genommen, auf deren Namensschild der Name Maria Marbilis abzulesen war. »Mr. Zerbini wartet schon auf Sie«, sagte sie mit einem Lächeln. Der Anblick, der sich ihr im Krankenzimmer bot, ließ Hermine nicht kalt. Die kleine Bernice saß im Schneidersitz auf dem Bett dicht bei der Mama und malte ein Bild, erzählte dabei immerfort, was sie in den letzten Tagen mit ihrem Vater unternommen hatte. Blaise saß neben dem Bett auf dem Stuhl und hielt Pansys regungslose Hand. Sein Daumen strich zart über ihren Handrücken, während er seiner Tochter lauschte. Er schien so sehr in Gedanken zu sein, dass er die Schwester erst bemerkte, als sie ihn ansprach. »Mr. Zerbini, die beiden Besucher sind hier.« Sein Kopf schnellte hoch, danach er selbst, als er sich von dem Stuhl erhob und sich den drei näherte. Bernice war verstummt und hatte aufgehört zu malen. »Hermine, Professor Snape.« Beiden gab er die Hand, bevor er das Wort an seinen ehemaligen Professor richtete. »Ich wollte mich schon bei Ihnen melden, aber Schwester Marie sagte, dass Sie kommen wollten.« »Ganz recht«, antwortete Severus und blickte die genannte Schwester an. »Wenn Sie uns mit Mr. Zerbini allein lassen würden?« »Selbstverständlich.« Die Schwester war gegangen, da forderte Severus ohne Umschweife. »Helfen Sie mir, Miss Parkinson auf die Seite zu drehen. Ich möchte mir die alte Stichwunde ansehen.« Blaise verharrte für einen Moment an Ort und Stelle, bevor er irritiert vorschlug. »Wir könnten sie mit einem Zauberspruch umdrehen?« Dazu erklärte Hermine. »Nein, das würde den Alarm im Schwesternzimmer auslösen.« Da Blaise nicht zu verstehen schien, schilderte Hermine. »Wir vermuten, dass etwas von der Klinge in ihrer Schulter zurückgeblieben ist, was dafür verantwortlich sein könnte, dass das Gegenmittel nicht hilft, weil das Gift immer noch abgegeben wird, wenn auch nur in kleinsten Mengen. Du kennst doch den Spruch, Dosis sola venium facit.« Blaise nickte. »Allein die Menge macht das Gift, wenn das wahr ist.«
Er atmete tief durch und Hermine sah sich gezwungen, die Alternative zu nennen. Wir können natürlich auch die Professoren darum bitten, Beinsinn auch einmal zu untersuchen. Diesmal aber gründlich. Damit Blaise erst gar keine Bedenken äußern konnte, warf Severus trocken ein. Miss Granger ist Heilerin. Sie hat hier Mungus sogar ihre Prüfung absolviert. Tatsächlich? Blaise schaute sie respektzollend an, weswegen sie zuversichtlich nickte. Dann sehe ich kein Problem. An seine Tochter gewandt, sagte er. Gehst du bitte vom Bett hinunter? Bernice gehorchte ihrem Vater ohne Murren und setzte sich mit ihrem Malblock an den Tisch, achtete aber mit wachen Augen darauf, was die Erwachsenen wohl anstellen würden. Zusammen mit Hermine drehte Blaise die Patientin auf Muggelart um, was ein wenig Zeit in Anspruch nahm, denn Pansy konnte natürlich nicht mithelfen. Er sprach die ganze Zeit über mit ihr, schilderte genau, was sie vorhatten. Das Nachthemd zog er hinauf, um den Rücken zu entblößen, während Hermine darauf achtete, dass die Bettdecke keine pikanten Stellen des nackten Körpers freigeben würde. Die kleine Narbe war auf der blassen Haut, die seit langer Zeit keinen Sonnenbad mehr erfahren durfte, kaum zu sehen. Severus näherte sich nun dem Bett, Blaise machte ihm ohne Aufforderung Platz. Ah ja, murmelte Severus, bevor er eine Hand hob und mit seinem gelblichen Fingerkuppen die Narbe berührte, dann das umliegende Gewebe abtastete. Derweil blickte er überall woanders hin, nur nicht auf den Rücken, den er befühlte. Denn so konnte er sich besser konzentrieren. Nach einem Moment wandte er sich, die Finger noch immer auf Pansys Rücken liegend, an Hermine. Hier ist eine Verhärtung. Es liegt an Ihnen zu bestimmen, ob es sich um ein starres Narbengewebe handelt oder um das, was wir suchen. Zeigen Sie mal. Sie konnte sehen, dass sein Zeigefinger etwas rechts von der Narbe lag. Ihr eigener Finger nahm die gleiche Stelle ein. Sie drückte vorsichtig und bewegte ihn sanft in kreisförmigen Bewegungen. Ja, das könnte was sein. Holen wir die Professoren? Forderte sie. Er zog eine Augenbraue in die Höhe. Wozu? Sie können das genauso gut jetzt gleich entfernen. Ich würde das Stück Metall gerne mitnehmen. Warum denn das? Weil an dieser Messerspitze noch der ursprüngliche Trank aus dem Hause Lestrange haftet. Ich möchte ihn genau analysieren und herausfinden, ob die Modifikation des Trankes tatsächlich die ist, auf die man aufgrund der Blutanalyse gekommen ist. Hermine warf Blaise einen fragenden Blick zu. Zu ihrem Erstaunen nickte er. An ihren Professor gewandt, sagte sie. Aber wenn ich das Objekt mit einem Zauber entferne, dann wird der Alarm ausgelöst. Dann holen Sie ihn auf altmodische Art und Weise. Ich vermute nicht, dass der Alarm aktiviert wird, wenn Sie nur einen Desinfektionszauber sprechen. Sie schüttelte den Kopf. Dann desinfizieren Sie die Stelle. Der Gegenstand befindet sich nur wenige Millimeter unter der Haut. Von dem Gespräch wachgerüttelt, fragte Blaise aufgebracht. Schneiden Sie es heraus? Hermine nickte. Es wird, wenn überhaupt, nur ein wenig brennen. Aber große Schmerzen wird sie nicht haben. Ich will nicht, dass sie überhaupt schmerzen. Mr. Sabini? Severus' Stimme wirkte noch genauso einschüchternd wie im Klassenzimmer, denn Blaise verstummte auf der Stelle und hörte aufmerksam zu. Ich bin mir sicher, dass Miss Parkinson allein aufgrund der Aussicht auf Genesung den kurzen Schmerz liebend gern ertragen möchte. Kann man die Stelle nicht per Zauber betäuben? Nein, der Alarm geht bei solchen Sprüchen auf jeden Fall los. Seit dem Krieg sind die Schutzmaßnahmen für den Patienten extrem erweitert worden. Kaum ein Zauberspruch im Krankenzimmer bleibt unerkannt. Der junge Mann schien sich das durch den Kopf gehen zu lassen. Dann holen wir lieber die Professoren. Darüber schien Severus wütend zu werden. Gut, wie Sie meinen! Gerade wollte er zur Tür gehen, da hielt Blaise ihn auf. Nein, machen Sie es. Jetzt. Je schneller... Er fuhr sich mit einer Hand durch die schwarzen Locken. Machen Sie schon. Flüsterte er, und man konnte heraushören, dass ihm nicht ganz wohl bei der Sache war.
Um ihnen die Sorge zu nehmen, erklärte Hermine. Es ist ähnlich, als würde man sich einen Finger am Papier schneiden, Blaze. Mach dir keine Gedanken, der Schnitt wird nicht tief. Hermine desinfizierte die Hautpartie und ihr Messer, das sie seit ihrem Geburtstag immer in ihrer Tasche mit sich herumtrug, doch dann stutzte sie. Das Messer schneidet nichts Lebendiges, das hat Draco gesagt. Brauchen ein anderes. Severus schüttelte den Kopf. Ich denke nicht. Der Zauber, der auf dem Messer liegt, wird nicht so ausgeklügelt sein und bei Miss Parkinsons Körper den minimalen Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen können, wenn sogar die Heiler es nicht bemerkt haben. So teuer war das Geburtstagsgeschenk nun auch wieder nicht. Ich kann es ja versuchen, murmelte sie, bevor sie ihre Hände, Pansys Rücken und das Messer noch einmal desinfizierte und mit einem winzigen Schnitt begann. Die Klinge drang tatsächlich durch die Haut. Hermine musste kaum Druck ausüben. Man hörte ein leises, kratzendes, metallendes Geräusch, als die Klinge ihres Messers auf die abgebrochene Spitze in Pansys Rücken traf. Es blutet nicht, sagte Blaze beeindruckt. Severus fühlte sich dazu aufgefordert, mit lehrerhafter Stimme zu vermitteln. Ohne einen anständigen Kreislauf würde Miss Parkinson nicht einmal verbluten, sollte sie eine ansonsten tödliche Wunde aufweisen. Das Blut zirkuliert ja kaum, weswegen es auch nicht austreten kann. An Hermines Messer war etwas Rotes zu sehen. Oder nur extrem wenig. Er hielt ihr eine metallische Schale entgegen. Wenn sie es haben, dann bloß nicht anfassen. Mit der Spitze bohrte Hermine in den eben zugefügten Schnitt herum, sodass sich Blaze abfinden musste. Sie musste daran denken, dass einige Kratzer, die sie von Sveltes Kniesel erhalten hatte, nicht nur länger, sondern auch tiefer gewesen waren. Hier ist es. Es ist wirklich ein Stück Metall. Sie präsentierte einen kleinen Splitter auf der Klinge balancierend, bevor sie ihn in der Schale abklopfte. Interessiert hatte Blaze den letzten Vorgang beobachtet, bevor er fragte. Wie lange wird es dauern, bis sie aufwacht? Miss Parkinson sollte jeden Moment... Man hörte ein leises Stöhnen. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.